Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Sonne entgegen. Schaut bei unserem wütenden Herrn Bier vorbei. Ja, drüben, Link ist in der Videobeschreibung. Lasst ein Abo, Like da, schreibt in die Kommentare. Ja, gut. Du Carsten, sorry erstmal, was du da jetzt ausbaden musstest. Ach du, alles gut. Ja, das tut mir ja leid. Nicht, was du ja. Hier... ja, aber wie gesagt, muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Ja, ja nu, alles klar. Gut. Bis dahin. Ich gehe erstmal ins Büro. Denkt dran, oben steht noch Kaffee, ja? Ja, alles klar. Ja, gut. Herr Müller! Ah, Herr Bürgermeister, Hallöchen. Lassen Sie uns reingehen. Herr Müller, ja. Das ist vielleicht ja nicht mal so schlecht. Oh, ne, was, Herr Bürgermeister, wenn Sie sich nicht mal die Jacke anziehen, ist kalt. Ja. Echter Deutscher wärmt sich am Eisblock. Ja, stimmt. Ja, was haben Sie denn? Mir sind da Sachen zu Ohren gekommen. Sie würden Leute mehr oder weniger bedrängen. Was? Wie bedrängen? Leute sollten doch Maschinen von ihnen kaufen, dass sie mehr Urlaub machen könnten. Und sie würden über Leute lachen, die selbst im Winter ernten und arbeiten müssen. Und das geht natürlich leider so nicht. Wie? Hä? Wer äußert denn sowas? Werde jetzt keine Namen nennen, aber... Warten Sie mal, jetzt, ich hatte eine Rechnung gestellt an den Herrn... warten Sie mal, ich komme hier nicht durch. Ich bin zu fett. An den Herrn Bier, es geht darum, um ein Quen Katana, von 27.000 Euro. Da hat er sich sehr erbost drüber. Aber ist das Gerät, kann ich Ihnen ja zeigen, das steht hier drüben. Ja. Damit hat er gehäckselt und können sich ja gerne mal reinsetzen. Das sind 2,3 Betriebsstunden und die müssen ja auch irgendwo bezahlt werden. Fendt kommt ja nicht und schenkt mir den. Darum geht es. Darum geht also, es. Herr Bier, jetzt die Rechnung der Nutzungsstunden. Nee, er wollte einen Häcksler kaufen, wollte ihn nehmen und sie fällt ihm jetzt doch nicht. Er will einen anderen Vorführer. Und sind wir mal ehrlich, das macht jeder zweite Kunde hier bei mir. Dann kann ich den Landhandel nächste Woche zuschließen. Verstehen Sie mal. Ja, das ist richtig. Da muss er natürlich die erbrachte richtig Leistung. Also das Gerät wurde uns geliefert, das Gerät muss jetzt wieder abgeholt werden. Das sind ja erstmal alles Kosten, die ich oder die der Landhandel bezahlen muss, ja? Ja. Und das ist ja nicht mal mit allem begriffen. Ich habe Ihnen ja wirklich bloß die Mietkosten und die 2,5 Betriebsstunden. Und habe ja nicht mal das ganze Geld genommen. Wenn Sie mal einen Katalog gucken würden, was die Mietkosten und pro Stunde kostet, da bin ich ja noch weit runtergegangen. Mhm. Können Sie ja gerne mal im Katalog gucken. Also ich habe Herrn Bier nicht übers Ohr gezogen. Ich bin sehr noch weit runtergegangen. Dieser Herr Bier. Ja, aber ich finde sowas echt schön. Achtung, der Landhandel wird da. Oha. Das auch sehr freundlich, was im Watts Farm steht. Ja. Finde ich auch sehr nett. Ja. Weiß nur nicht, warum. Also. Auf welcher Grundlage, aber da wird Herr Bier ja
schon seine Gründe haben. Ja, ja. Aber wie gesagt, sehen sie ja sicherlich, also sie gucken ja sicherlich gerade auch nach. Aktuelle News aus Landersum. Achten Sie auf einen Benz, das ist ein Herr Müller. Wilbrand fährt durch die Region und versucht sich. Boah, das sind, haben wir einen Polizisten im Ort? Ich glaube, ich müsste. Leider derzeit nicht. Ich möchte, glaube, oder nehmen Sie was entgegen? Ich möchte, glaube, gerne gegen Herrn Bier jetzt eine Anzeige starten wegen Rufschädigung. Also, Sie lesen es ja selber. Das ist ein bisschen doller gerade, was hier abgeht. Aber verstehen Sie, also wenn das jeder zweite Kunde oder jeder dritte Kunde bloß macht, dann kann ich den Laden hier balle zuschließen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt Anzeige erstatten. Ja, da kann ich leider aktuell nicht mit dienen, weil unsere Polizeiinstrumentalität ist sehr, sehr schlecht derzeit. Ja, aber, ja, gut, das muss aber definitiv festgehalten werden. Ich werde es so festhalten. Werde mir Bilder vom Chatverlauf machen. Ja. Definitiv, und da wird ja nicht nur meine Person, sondern der Landhandel wird ja da angegriffen. Und es ist ja nicht nur meine Person, es ist ja auch noch der Carsten und der Herr Hermann, der da betroffen ist mit. Und wenn mir die Leute wegrennen hier wegen irgendwelchen Fake News, verstehen Sie, dann kann ich den Laden aktuell mit der Situation, was hier gerade abgeht, Herr Wappler hat die Gruppe verlassen. Super. Ich hoffe, er sehr glaubt schön. Den Scheiß nicht. Oha. Ja. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ja, ja. Das ist, wie gesagt, ich werde jetzt in den nächsten Ort fahren und da versuchen, eine ans Auge. Für einen Kindergarten aus, wird immer besser jetzt. Jetzt kommen hier noch andere Bauern dazu. Ja. Werde ich wohl noch mal ein Wörtchen mit dem Herrn Bier reden müssen. Ja, aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich muss auch über die Runden kommen, dass ihr Gebäude, die Ländereien müssen alle bezahlt werden. Selbstverständlich, und, wenn und er bei Ihnen den Vorführer bestellt, dann ja, also das muss ja muss auch für die erbrachte Leistung, die er den genutzt hat, bezahlen. So ja, einfach. Richtig. Und ich sehe irgendwo nicht ein, was das auf unsere Kosten. Also wir reden da immerhin von 27.000 Euro. Und ich habe ja nicht mal alles berechnet. Wenn wir ganz genau sind, wäre ich bei 28.500 ungefähr. Also ich habe mir 1.500 Euro erlassen. Ja, also wenn denn soll 2,3 Arbeitsstunden. Ja. Das Gerät an sich kostet 20.000 plus ja. 2,3 Arbeitsstunden sind ja dann fast 40.000. Ja. Weil pro Arbeitsstunde 8.000. Und wie viel haben Sie berechnet? Ich habe Ihnen 27.000 Euro berechnet. Na, da hat er 13.000 Euro richtig fast geschenkt gekriegt. Also ja. 10.000 locker. Ich verstehe diese Rufschädigung dann nicht. Ja, ja, ja. Also, da bitte ich um Klärung. Also, alles klar, dann werde ich mich nochmal mit dem Herrn Bier in Verbindung setzen. Ja, ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister. Jo. Dann lasse ich Sie wieder raus, aber es ist schön, dass Sie persönlich vorbeikommen und ja, den sogenannten Kindergarten gerade miterlebt haben.
Ich war sowieso gerade drüben im Büro, habe noch ein paar Arbeiten gemacht. Ja, gut. Ich schönen werde Tag mal, auch. Ja, tschüss. Ich werde muss dann jetzt erstmal den Herrn Wappler anrufen und da mal ein bisschen was klären. Genau. Ja, Juti, tschüss. Tschüss. So, mal den Herrn Wappler anrufen. Da, ich glaube, der Kindergarten hat jetzt... Oh mein Gott. Sepp Wappler, guten Tag. Ja, Herr Wappler, hallöchen. Ich habe gesehen, Sie haben Wurz Farm verlassen. Auf den rufschädigenden Satz von Herrn Bier. Jo. Ich möchte dazu kurz was sagen. Passen Sie auf, er hatte einen Vorführer bei uns gemietet und hat gedacht, er kriegt ihn kostenlos gestellt. Geht natürlich nicht bei einem... bei einem Gerät von, sag ich mal, knapp 400.000 Euro. Was das denn irgendwo gestellt werden oder geschenkt werden kann, das funktioniert nicht. Ist mir vollkommen bewusst. Ich sage mal so, diesen Kindergarten wollte ich nicht beiwohnen, deswegen habe ich die Gruppe verlassen. Nee. So Nachricht nicht mehr zu bekommen. Nee, das ist ja richtig. Es geht mir nur darum, was ich das geklärt habe. Nicht, was Sie jetzt denken. Der Landhandel betreibt hier irgendwelche Schwarzkonten oder so. Oder separat pp. Ja, das muss bloß mal geklärt werden. Was Sie steuerfrei und abgabeschonend machen, ist mir eigentlich egal. Mhm. Aber es geht mir grundsätzlich darum, dass... Nö, ist ja richtig. Ist ja richtig. Für sowas habe ich keine Zeit. Aber wie gesagt, ich wollte das bloß nicht, was unsere Zusammenarbeit jetzt dadurch irgendwie geschädigt ist. Nö, absolut nicht. Aber gut, dass ich sie gleich dran habe. Ja. Ich bin zwar gerade beim Ausleiten, aber ich bräuchte Saatgut für meine Gewächshäuser wieder. Ja, könnten Sie vorbeikommen. Wir haben sicherlich welches drüben. Können Sie einfach vorbeikommen. Alles klar. Ja? Wenn ich mit meinen Pferde durch bin, komme ich vorbei. Ich brauche das Saatgut. Genau, so machen wir das. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, dann haben wir das so geklärt. Oh mein Gott. Puh. Mit dem Tritt hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber... Ja. Na, wie viel haben wir denn? Aktuell da. Was brauchte er Saatgut? Ah, haben wir 50.000 Liter da. Das ist gut. Da haben wir auch noch genug da. Dünger haben wir auch genug. Schweinefutter haben wir auch genug. Ja, gut. So, das ist... Ja. Da haben wir denn genug. So, stellen wir mal einen Mercedes in die Garage, nicht wird der friert.
Ja. Warum haben wir hier nicht alles? Erstmal Schnaps. Ich weiß nicht sehen, was ich hier. Geht nicht. Ist denn hier los? Mensch. Diese Tage. Der Landhandel, Herr Müller hier. Sepp Wabler, guten Tag. Hallo, jetzt Herr Wabler. Jetzt muss ich noch mal stören. Die stören noch nicht. Ich habe gerade gesehen, bei meinen Pferden ist Stroh aus. Hätten Sie zufällig Stroh lagernd? Lagern nicht, nee. Aber würden Sie irgendwo Stroh herbekommen? Da muss ich gucken. Da muss ich, müssen wir mal gucken, ob wir, ja, ob wir da was ran, ob wir da was kriegen jetzt im Dezember. Im Katalog kann ich ja mal ganz kurz gucken, aber da ist alles aus. Ja. Kläre das, ich melde mich. Ich versuche mal mit denen. Ich telefoniere mal rum. Was wir bitte gerne. Das ist irgendwo super. Stroh kriegen. Ja? Vielen Dank. Stroh war es, ja. Oh ja. Oh, gut. Wie viel brauchen Sie ungefähr, Herr Wappler? 50.000 Liter circa. 50.000 Liter, okay. Gut. Okay. Ich versuche was zu erreichen. Vielen Dank. Juti, danke. Tschüss. Oh, Stroh, verdammte Angst. Denn jetzt seid ihr Kost. Warte mal. Ich werde mal da telefonieren. So, jetzt knarren. Wo sind denn man alle? Was haben wir da drin? Nee, da ist kein Stroh drin. Nee. Kein Stroh. Wir haben kein Stroh.
So, ihr Lieben, aber wie es weitergeht und ob wir recht kriegen, werden wir in der nächsten Folge sehen, ja? Schaut vorbei bei Basti, ja, den wir gerade ein bisschen Ärger haben, aber ja. Denkt dran, Leute, alles nur okay. Es hat damit absolut nichts zu tun, ja. Wenn das auch gerade ein bisschen hardcore war, aber wir verstehen uns. Ja. Okay. Schaut bei Basti vorbei, lasst ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bye bye und ciao.